Hallo zusammen. Also, ich denke, ihr seht's, wir sind am Wasser. Der Benny ist im Prinzip hinter mir. Wir haben uns auch nochmal schön verkabelt. Ich hoffe, ihr hört alles und ihr hört alles auch in guter Qualität. Wir haben uns heute im Prinzip hier am Wasser verabredet, um nochmal ein Weihnachtsvideo für euch abzudrehen. Ja, die Stimmung ist einfach, denke ich, super. Ja. Die Wassertemperatur ist höher als die Außentemperatur. Heute Morgen, wo wir hierher gefahren sind, hat es minus 8 Grad gehabt. Ich denke, jetzt werden wir irgendwo nicht weit davon entfernt sein. Ja, es hat es, glaube ich, gerade an der Spitze gezuckt. Wir schauen natürlich, dass wir den ein oder anderen Fisch fangen. Ich wolle euch schöne Weihnachten wünschen. Natürlich auch ein guter Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe auch, dass wir es schaffen, dass das Video dementsprechend im Schnitt noch demnächst, also vor dem 24. online kommt. Ja, wir haben heute den 16., 17. irgendwas, Benni? 17. 17., genau. Den 17. Und ja, das Werfen ist ein bisschen schwieriger heute, weil wir auf der anderen Seite nicht sehen, wo wir hinwerfen. Also wir haben jetzt unbedingt keine Anhaltspunkte, aber da muss man einfach technisch nochmal gut werfen, immer sich nochmal vergewissern, dass man ungefähr den gleichen Winkel hat. Und dann trefft man da auch eigentlich ganz, ganz gut den Futterplatz. Futter sagt euch nachher der Benni. Wenn wir was fangen, melden wir uns natürlich. Ansonsten, wie gesagt, schöne Weihnachten, besinnliche Festtage. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Und wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere es auch schafft, vielleicht ans Wasser zu gehen. Auch wenn die Temperatur jetzt ein bisschen ruppiger sind. Die Fische wollen, denke ich, nach wie vor. Und wir sind ja alles Angler und Angler zieht es ans Wasser. Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich wünsche euch auch allen frohe und besinnliche Weihnachten. Und wenn das Video doch später rauskommen soll, mal ein guter Rutsch. Ja, der Lars hat die tolle Idee gehabt. Komm, Benni, wir gehen heute nochmal angeln. Schau, echt warm. Minus 8,5 Grad heute Morgen im Silber, wo ich mein Auto geladen habe. Jetzt sind wir da. Ich denke mal, jetzt sind wir so bei minus 5. Ja, ich meine, der See liegt idyllisch da, leichter Nebel. Ich meine, wenn man warm angezogen ist, geht's. Es gibt kein schlechtes Angelwetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Wir probieren unser Bestes, für euch nochmal Fisch ans Band zu kriegen. Heute war ich dran mit Futter machen. Und eigentlich ist bei mir wie immer meine Standardmischung. Fisch heute ein Mix aus 70% Bream Supreme und 30% Havafida. Und ein bisschen Rösthanf drin, das Ganze abgedunkelt. Einfach nur aus dem Grund, weil das Bream Supreme mehr Bindung bringt. Weil wir hier mit unter 15 Meter runter müssen, damit das Futter auch im Korb bleibt. Und wie immer, was bei mir nicht fehlen darf, meine geliebte Neon-Shooter in Gelb und in dem leuchtenden Rot. Ja, wie gesagt, wir probieren unser Bestes, noch einen Fisch ans Band zu kriegen. Haare der Dinge, die herkommen. Aber ja, es hat auch was für sich, bei Sommerwetter mal draußen zu sein, weil man eigentlich seine Ruhe hat. Jetzt gucken wir mal, was ans Band für euch kriege. Wir sehen uns später. Ja, ich denke, ihr seht's, wir sind am Fertigmachen. Es ist kalt genug. Wirklich wärmer heute ist nicht geworden. Trotzdem, wir konnten ein paar Fische fangen. So viele waren es jetzt nicht, aber uns hat es mega Spaß gemacht. Auch wenn man jetzt noch auf der See guckt, da ist noch so die Nebelschwade ist noch da drauf, weil das Wasser einfach wärmer ist wie die Außentemperatur. War schön draußen zu sein. War auch schön, mal wieder mit Benni zusammen zu fischen. Nach wie vor wünschen wir euch frohe Weihnachten, besinnliche Festtage, ein guter Rutsch. Ein paar Fische sind auch noch zwischen rein gekommen. Damals aber erstmal Bilder gemacht, die blende ich euch dementsprechend ein. Waren schöne Rotauge, ich denke so Größenordnung, so 150 Gramm wird es pro Fisch gewesen sein. Vielleicht auch mal eins, das ein bisschen größer war. Du hast noch ein ordentlicher Barsch gefangen? Ja, also der erste Fisch war ein Barsch. Hat eigentlich schon Bedenken, weil jeder kennt den Spruch, ist der erste Fisch ein Barsch, ist der Angeltag, oder ist wo. Aber nee, die Rotauge habe sich so nach eineinhalb Stunden eingestellt. Und dann haben wir vereinzelt die Bisse bekommen. Wir hatten noch Hechtkontakt. Also die gibt es hier in dem See auch noch, die sind auch noch aktiv. Es war eine schöne Angelei. Es ist halt nicht so wie im Sommer. Nur so langsam kriege ich kalte Füße. Und es wird Zeit, dass man dann zusammenpacke. Auch ich wünsche euch frohe besinnliche Weihnachten mit eurer Familie, für euch und für eure Familie. Und natürlich ein guter Rutsch und wir sehen uns im neuen Jahr. Macht's gut, bis ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Ciao. Ciao.